Hallo und herzlich willkommen auf der On the Hills zusammen mit Noob Hunter und Daniel. Hallo. Moin. So, machen wir mal Lampen an, weil es wird ganz schön nebelig, ne? Ja, es wird ziemlich diesig. Nicht so schön. Kennst du das Wort diesig? Ja, das kenne ich. Okay. Das ist übrigens eine super Überleitung zum Thema. Wir haben einen Kommentar bekommen vom lieben No Name. Und derjenige, oder der No Name, hat in den Kommentaren geschrieben, dass der Daniel mal saarländische Wörter sagen soll und wir sollen raten, was die bedeuten. Also ihr könnt dann raten, was die bedeuten, genau. Ja. Okay, fangen wir mal einfach an. Und zwar bei uns im Saarland, da wo ich herkomme, gibt es die Krummbeere. Also vom Namen her. Also es wird geschrieben Grom und dann wie Beere. Habe ich schon mal gehört. Also vom Namen her würde ich jetzt als erstes auf Brombeer tippen. Nein. Nein? Nein, nein. Grumbeer. Ich hab das schon mal Der gehört. Krummbeere, ja. Birnen? Keine Nein. Ahnung. Soll ich euch einen Tipp geben? Ja. Man kann es hier im Spiel ernten. Kartoffeln. Richtig. Ja, Mann! Eine Krummbär, also bei uns heißt eine Krummbär ist eine Kartoffel. Genau. Absolut korrekt, ja. Dann gibt es ein Wort, das heißt bei uns Huddel. Huddel. Ja, schreibt das mal immer in den Chat. Achso, okay, warte. Huddel. Dann wird's zensiert. Huddel. So wird's geschrieben. Vielleicht sowas wie Pullover? Nein. Aber es ist irgendwie Ja. witzig, was ihr so Ja. denkt, was das heißen könnte. Hätte ich jetzt aber auch gedacht, weil es gibt ja Hoodies und so. Ja. Nee, nee. Das war auch so Aber. mein Gedanke. Also, nee. Habt ihr noch einen Tipp oder noch eine Idee vielleicht? Boah, schwer. Also, du benutzt es in der Regel so. Hunger? Nein. Okay. Machen wir es. Jetzt, wie gesagt, die Zuschauer, die hätten ja, könnten ja mitraten, aber es ist ein bisschen schwer. Huddel ist bei uns ein anderes Wort umgangssprachlich für ich habe ein Problem. Okay. Also ich an Huddel, ja. So wird das bei uns genannt. Alles klar. Okay. Das ist schwierig. Ja? Da wäre ich, glaube Das ich, auch ist echt alleine nicht schwierig. rausgekommen. Aber es klingt dann am Ende doch irgendwie logisch. Dann gibt's das da. Wie siehst du mir? Boah, jetzt wird's aber crazy. Warum crazy? Es wird doch Siehst crazy. mir. Oh nein. Keine Ahnung. Noob, leg du mal eine Idee Ja, vor. Noob, lenk du mal ab. Ja, genau. Oh. Ja, hallo, der liebe No Name weiß, was er wollte. Ja, der wollte uns, glaube ich, auf die Palme bringen. Ich weiß es echt nicht. Also, siehst mir ist was, das kann man essen. Da habe ich keine Ahnung. Ein Ja. Brötchen oder so? Nee, aber man kann es aufs Brötchen drauf machen. Also irgendein Brötchenbelag. Ja, es ist ein Belag, genau, Eine Wurst? richtig. Nein. Versuch mal das erste Wort von Sieß mir zu erkennen. Was ist ein Sieß? Was könnte ein Sieß sein? Irgendwas Süßes. Süß. Ja, richtig. Also Marmelade oder wahrscheinlich sowas. Marmelade. Richtig, Sieß mir ist bei uns Marmelade. Genau. Sehr gut. Muss man erstmal dekodieren, ja? Ja. Also das ist eigentlich halt so wirklich so saarländische Mundart, dass da bei uns ist es dann noch so, dass es wirklich auch regional ganz viele Unterschiede gibt, wie du halt manche Wörter halt aussprichst. Oh ne, jetzt habe ich mich festgefahren. Aber in der Zeit hole ich das nächste Wort mal. Und zwar, das wäre das hier. Der Fregat. Oh. Vielleicht Anzug? Nein, also es ist kein Frack, aber ich weiß, wo du hin willst. Ah. Nee, ein Fregat ist umschreibt einen Mensch. Aber ich sag nicht welchen, das könnt ihr noch ein bisschen raten jetzt. Zu einfach will ich es euch auch nicht machen. Eieiei. Jetzt wird's aber. Okay, noch ein Tipp vielleicht? Ja.
Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ein Tipp für Freckert. Du bist ein kleiner Freckert, sagt man bei uns auch. Frecher? Ja, frecher, genau, frech. Freckert ist eine Umschreibung für frech, ein frecher Mensch, aber ein ganz besonderer frecher Mensch. Willst du etwa auf mich abzielen? Danke. Nee, wieso auf dich? also bei uns ist ein Freckert ein kleiner, ja, frecher Junge. Also ja. Ein ungezogener Junge. Der passt, jetzt... passt doch. Genau. Dann das nächste Wort, das wir haben, ist das hier. Das ist das hier. Snackes. Was könnte das sein? Eine Idee? Schnecken? Nein. Hätte ich jetzt auch so gesagt, aber... Nee, Schneckes sind keine Schnecken. Das habe ich mir dann auch gedacht. Es ist wieder was du essen kannst. Geschnetzeltes? Boah. Nee, nein. Hör auf damit, sonst muss ich gerne mal zum Kühlschrank laufen. Nee. Schneckes ist bei uns das Allgemeinwort für so Süßigkeiten. Also ach, wenn so. Du bei uns Süßigkeiten isst, kriegst du bei uns immer Schneckes. So nennt sich das dann. Boah, ihr habt ganz schön tricky Wörter da unten. Ja. Und ich dachte hier Richtung Österreich, Schweiz und so, geht's da erst crazy los, aber... Nee. Es gibt viele, viele witzige Wörter im Umgangssprachlichen. Das nächste ist Flem. Eine Flamme? Nee. Keine Ahnung. Also Flem umschreibt einen Zustand. Vielleicht okay. Hilft das. Also ich dachte jetzt als erstes so Richtung Flammkuchen oder sowas. Nee, es ist nicht alles, was ich sage, hat was mit Essen zu tun. Also ein Gemütszustand. Ja, es umschreibt einen Gemütszustand. Flem? Ja. Weinen? Ja. Nee. Wüten? Die Flem ist bei uns eher so... Also es wird so benutzt, ich habe die Flem. Ja. Also du bist halt einfach... wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es unangenehm klingt. Wenn du die Flem hast, bist du ausgebrannt bei uns. Also da bist du halt... das ist so ein depressiver Gemütszustand, so, oh, ich habe die Flemme, ich habe keinen Bock, keine Lust mehr schaffen, also arbeiten zu gehen, ich habe keine Lust mehr das zu machen, ich will nicht aufstehen, ich will einfach gar nichts. Also so depressiv? Ja, genau, so ein depressiver Gefühlszustand wäre das bei uns. Genau. So, dann gibt es ein Wort, das finde ich beispielsweise ganz witzig, das benutze ich aber in meinem Sprachgebrauch halt gar nicht mehr. Das ist das Wort Fuppes. Ist aber noch ganz trotzdem noch gut verbreitet bei uns im Saarland, das Wort. Was könnte Fuppes sein? Fuppes? Unfug? Ja, richtig, David. Oh, so, gut. So, erzähl kein Fuppes, also erzähl kein Unsinn wäre das. Ich kenne das auch als Faxen. Genau, so sagt man bei uns. Bei uns heißt es halt Fuppes. So, red kein Unsinn. Erzähl kein Fuppes. Das nächste, was es gibt, ist das da. Balava. Pullover. Streit. ja, nicht ganz Streit, du kommst aber in die richtige Konflikt. Richtung. Konflikt. Randale. Balava ist halt Lärm machen oder streiten. Balava ja. Hier nicht so rum, also schrei hier nicht so rum beispielsweise. Genau. Du, langsam läufst du warm, David, gut. Ja, ich gebe mir Mühe. Aber es ist irgendwie ein witziges Spiel. Das ist kein Spiel, so reden wir. Okay, dann habt ihr ein witziges Spiel. Dabba. Ja. Okay, jetzt kommt es natürlich wieder mit richtigen... Es klingt wie Sabba. Nee, mit Sabba hat nichts zu tun. Noob, leg du mal wieder vor. Ja, Noob, komm. Danke, ich habe auch keine Idee. Es ist auch nichts zum Essen. Dabba ist was man tut. Es ist ein Verb, würde ich sagen. Ja, es ist ein Verb. Was man tut? Ja. In welche Richtung geht das so? Oh, das ist... Dabba. Dabba, ja. Also Dabba wird so ausgesprochen. Warten? So.
Nee, eigentlich genau das Umgekehrte. Mach Dapper, also los, beeil dich. Ah, okay. Ja. Das war jetzt auch komplett blind geraten. Ja, du hast aber genau das Gegenteil geholt. Dann das nächste Wort, warte, jetzt muss ich dafür anhalten, weil schreiben und fahren ist schwer. Wäre das hier. Chlor. Chlor. Ja. Ja. Das ist jetzt ein Adjektiv, das beschreibt jetzt jemand beispielsweise. Chlor. Hm. Schlau. Ja, so Chlor ist nicht unbedingt schlau. Chlor ist bei uns eher so, anstatt klug, heißt das eher bei uns so, so ein ausgefallener Typ Mensch, so ein lustiger Mensch. Also so besonders. Ja, ja, genau, so ein ganz chlores Kerlchen wäre das bei uns beispielsweise. Also ein sehr aufgewecktes Bürsche, das so dich animiert und irgendwie sehr, sehr besonders wäre. Genau. Dann gibt es noch ein Wort, das benutze ich gar nicht mehr. Das hat meine Oma früher aber ganz viel noch benutzt. Das ist das Wort Affezippel. Oh, jetzt geht aber los. Hm. Ist da sowas zu essen? Ein Affezippel? Ja. Nee, gar nicht. Also das ist nichts zu essen. Also in der Regel will man so etwas auch nicht in seiner Nähe haben. Ich finde das beispielsweise ziemlich unangenehm, wenn ich sowas in der Nähe hätte. Eine Spinne? Es ist eine besondere Art von Mensch. Ist sehr schwer. Also die Transformation, um da drauf zu kommen, ist sehr schwer. Ich gebe dir, deswegen sage ich es, ein Affezipfel ist eine eingebildete Person bei uns. Ah, okay. Also, und mit eingebildete Person sage ich, ist es noch nett, also unter uns gesagt, ist es ein A-Loch. Ja, ja, also es ist eigentlich so schon fast eine Beleidigung. Genau, nur halt nett, also wenn ich beispielsweise bei dir in der Nähe sage, boah, ist das ein Affezippel, wird keiner denken, wissen, was das ist, ja. Ja. Aber du weißt es jetzt, ja. Und ja. Wahrscheinlich deine 50.000 Abonnenten. Ich könnte jetzt Shots raushauen, aber nein. Was könntest du raushauen? So einen kleinen Shot in Richtung Zuschauer, Richtung einen Zuschauer. So wie Michi V. Der war mies. Oh, war jetzt gemein, geht's aber los. Keine User hier. Reinziehen. Ja, das habe ich mir halt auch gedacht, weil dann sollte ich durchschießen. Ja. Dann gibt's bei uns noch ein Wort, das heißt Urwes. Das wird aber bei uns in der Kante, wo ich wohne, jetzt eher nicht benutzt. Das ist ein saarländisches Wort. Das wird eher so in der Saarbrücker Kante genutzt. Ur? Genau. Nee, ich sag's mal in der Bedeutung, wie du es im Satz benutzen würdest. Mach hier Urwisse. Quatsch? Nee. Hat auch was mit dem Essen zu tun, allerdings ist es nichts zum Essen, sondern es hat nur damit was zu tun. Hier steht ein Traktor mitten im Feld. Mitten im Feld? Ja, mitten im Feld steht hier ein Traktor mit der Fendt mit dem Düngerstreuer. Okay. Nee, nicht meine Schuld. Ja, ja. Nur beschuld. Ich nix machen falsch. Also Urwes mache, also mach hier Urwes, dann nennt man bei uns beispielsweise, sag mal ganz oft zum Kleinkind, also wenn du am Essen bist und jemand macht Urwes, dann isst er sein Teller nicht leer, also dann macht er Reste. Das nennt sich bei uns so. Und dann gibt's noch was, das ist auch noch ganz witzig. Ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Wahrscheinlich nichts mehr. David? Wir haben noch, ja, ein, zwei Minuten. Also vielleicht schaffen wir noch eins. Okay, also ich habe jetzt noch eins geschrieben. Das wird ausgesprochen Mickeplätsch. Mickeplätsch. Mickeplätsch, ja. Nee, ist nichts zum Essen. Mickeplätsch ist ein Gegenstand, für was loszuwerden. Kurze Frage dazwischen, hast du so einen Instant-Button hier aufgenommen, dass das immer so sagt? Ist es aus Porzellan? Nee, es ist in der Regel aus Plastik. Okay, Ich hätte jetzt erst gesagt Toilette. Ja, ich auch, aber... Nee. Ein Mickenplätsch ist halt was... Ist ein Gegenstand, den du benutzt, wenn dir irgendwas ziemlich auf die Nerven geht und du das weg loswerden willst. In der Regel kommen diese... Also du tötest damit ein Tier. Fliegenklatsche. Genau, richtig, eine Fliegenklatsche.
Bei uns nämlich Fliegen sind Micke und der Plätsch ist halt so eine Klatsche. Ah, das macht Sinn, ja. Ja, das macht Sinn. Und dann gibt es noch bei uns ein anderes Wort für Dapper. Also Dapper heißt Beeile. Im anderen Gegenden bei uns heißt aber, gibt es auch ein anderes Wort für und bei uns und das heißt Dummele. Du dich mal Dummele, wir müssen weg oder wir müssen auf den Zug. Also wir müssen beeilen. Auf den Zug. Genau, das wäre wieder beeilen in dem Fall. Und dann gibt es halt, eins haue ich noch raus, das wäre das hier. Das da wäre das noch, strudelig. Hätte da noch jemand von euch eine Idee? Vielleicht durcheinander? Ja, wollte gerade sagen, ja, durcheinander. Genau, irgendwie sowas. Ist halt, wenn jemand halt... verwirrt ist? Ja, so ja verwirrt, unordentlich. Also so ein Chaot. Das kann man auch benutzen, als K.O. zu beschreiben. Dann sagt man, du bist ein alter Strudel. Also okay. Jemand, der total unordentlich ist, unorganisiert. Und strudelig ist halt das Adjektiv, wie man halt ist. Ja. Okay. Gut. Ja, war auf jeden Fall mal interessant, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Ja. Wir müssten sowas vielleicht mal generell machen mit österreichischen Wörtern. Also so Österreich, vielleicht ostdeutscher Akzent, vielleicht auch so eher Norddeutschland, könnte vielleicht auch noch ein bisschen was geben, ne? Schwäbisch. Ja, auch da noch. Geht mit Sicherheit einiges. Also Schwäbisch, ja. Haben wir unten. Also zur Not, ich hätte auch noch mit Sicherheit noch ein paar Wörter für noch einige Folgen zu füllen, aber es soll halt nicht zu eintönig werden. Ja, wie gesagt, No Name, ich hoffe, dich hat es amüsiert und auch die anderen Zuschauer. Danke für den Vorschlag, war eine gute Idee. Ich selbst habe da eigentlich noch nie so wirklich dran gedacht. Und ja, David, deine Folge. Jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ja.